So, wir sind hier am Anfang des Labors. Mal sehen, was da so auf uns warten wird. Achso, ich dachte, da kommt ein Zombie schon. Das war nur eine Spiegelung. In der Scheibe. Da haben wir Benzin. Ja, ich gehe einfach mal so weiter. Wird ja sehen. Hey, du Wissenschaftler. Der steht wieder auf. Der ist tot. Hä? Ist da noch einer? Hi! Nein. Ach komm. Dann nimm das. Kombinieren. Das. Der ist gebrutzelt. Was haben wir da? Noch eine Diskette. Was mit der Tür hier? Das ist ein elektrisches Verriegelungssystem. Okay. Vielleicht soll ich doch mal mein... Ich hol mal mein Feuerzeug und... Dingskirchens. Kanister. Kann ich die Leichen nämlich verbrennen. Weiß nicht, ob ich das brauchen werde. Oder ob die überhaupt nochmal aufstehen würden. Aber sicher ist sicher. Da ist das Feuerzeug. Achso, ich war schon ganz unten. Wo ist es denn da? Und dadurch. Zack. Verwenden. Schmoin der Hölle. Verwenden. Schmoin der Hölle. Weil ich denke schon, dass ich hier nochmal irgendwie wahrscheinlich zurück muss. Auffüllen, ja. Ach, Kerosin, nicht Benzin. Naja, ist schon so eine Art Benzin, aber anders halt, ein bisschen. Bin ich nicht der Chemiker, dass ich das jetzt genau benennen könnte. Von daher. Da ist eine Tür. Hi! Nein. What? Ach so, da war ein kurzer Leckwing. Schnell, den verbrennen wir mal. Hä? Ey, weil der im Bild ist, sehe ich das so schlecht. Ach, ich hätte vielleicht den anderen mit verbrennen können. Ja. Ich hält. Egal. Ach. Hi. Jetzt bist du was. Geschichte. So, verwenden. Dann holen wir noch mal mehr Kerosin. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist und ob ich das nicht jetzt waste, aber hey. Einfach, weil ich es kann. Einfach, weil. Ich weiß trotzdem nicht, warum es gerade bei dem Umschwenken der Kamera
so ein Standbild gab. Das passiert ja sonst nicht so. Aber nun gut. Also jetzt müsste der Kanister aber auch leer sein. Wenn da steht, die Hälfte war noch da. Naja, wird schon gehen. So. Da schon wieder? Keine Ahnung, warum das so beim Laden so ein paar Probleme hat. Oh, ein Dolch, das gefällt mir. Was lässt sich hier noch so finden? Die Regale sind voll großer und kleiner Welt, winzige Eier kleben an der Weltseite. Das ist jetzt so ein bisschen komisch. Das ist genau hier. So ein bisschen laggy ist. Egal. Also, es lädt einfach nur mit dem Standbild, also. Das ist jetzt noch nicht das Tragische. Was haben wir hier? Oh, hier kann ich bestimmt die Dings verwenden. Nicht? Login. Ich hab doch keine Ahnung. V-Act, Notiz eines Vorteils. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass der T-Virus, dass das T-Virus Mutagen das Genom im Körper seines Wirtes beeinträchtigt. Der Körper des Wirtes geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei eigentlich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesem Wesen den Namen V-Act gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Okay. Meine Güte. Spiel, was ist denn jetzt los? Sonst machst du auch nicht so Probleme. Reihe von Moment, vielleicht haben die Discs irgendeinen Hinweis. Prüfen. Parasol 1000. 200. Parasol 1200. Das könnte das vielleicht Name und Passwort sein. Zweifle ich zwar, aber da kommt noch ein anderer Name. Login korrekt. Oh, wer hätte das hier? Eine Reihe von LCD-Bild. Nee. Aha. Ah, da ist noch eine Tür, durch die ich gehen kann, habe ich gerade gesehen auf der Karte. Gut. Nee, da lang. Und darüber. Mal sehen, was da wartet. Noch mehr Dings. Also was jetzt los ist, ich check's nicht. Was haben wir hier?
Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn Sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. So ein bisschen komisch mit dem Lag, aber ich hoffe, es stört euch nicht so wie mich. Was haben wir da? Clark David. Das ist ein Person. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Platz. Auf dem Hügel steht gekritzelt. Zum Öffnen des elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Okay. Ja gut, dann muss ich hier erstmal raus. Und bring mal das Feuerzeug plus was auch immer ich da habe weg. Den Behälter. Die Disk könnte ich relativ zeitig gebrauchen. Deswegen behalte ich die mal und nehme die zweite noch mit. Obwohl. Vielleicht soll ich, dafür sollte ich noch irgendwas wegpacken. Es könnte sein, dass ich zwei gleichzeitig jedes Mal tragen muss. Von diesem Röntgen-Gedöns. Da wäre es sinnvoll, Platz dann dafür zu haben. So. Also packen wir das gegen das, das. Da. Das packen wir. Nein. So, damit wir die wenigstens voll gefüllt haben. Dann das kombinieren mit dem. Und wieder da rein. Und nach unten. Zu den Röntgenbildern. Durch die Tür, nach rechts, nach links und dann bin ich im Raum. Da lang. So, dann nehmen wir das einmal. Clark David. Gail Holland. Ja, ja, ja. Was haben wir da? Alex Batchelt. Dann will ich hier prüfen, ist das... ja, genau, ich habe auf das falsche Dings... das wollte ich. Den verwenden. Dann müssen wir hier mal gucken. Ja. Und... verwenden. Müsste das nicht reichen? Müssen die Initialen geordnet werden. Und jetzt? Drücken, ja. Ein Teil glüht rot. Drücken? Nö. Das muss doch richtig sein, oder? Ich schau mal. Das muss ja mit dem da zusammenhängen. Denke ich mal. Hebel zum Öffnen. Wenn sie nur die Sch
Für mich ist das richtig. Kann mir jeder sagen, was er will, aber für mich ist das richtig. Sie sind alphabetisch geordnet. Ammonia. Und das? Ach so. Moment, welche habe ich jetzt vertauscht? Ja. Hä? Es gibt zwei Möglichkeiten. Brief des Forschers, 8. Juni 98, meine Liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich an mein vorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hol bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, so dass du dich unter meinem Namen und mit deinem Namen als Pass anmelden kannst. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen sollst, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada, danke, Ada, in Liebe, John. Also John und Ada sind die beiden Dings. John, Ada. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal das Licht anmachen. Also, der untere, die Luftröhre, Dings und, ich muss mal gucken. Zell. Okay, das haben wir raus. Es muss Zell sein, was anderes. Wo war das Passwort? Da hinten im Raum, gut. Das war jetzt nicht so schwer. Also, finde ich. So. Also. John. Und Ada. Accessing. Verified. Cell. Permission granted. Unlocked. Mhm. Select floor. Da muss ich bestimmt auch Cell eingeben. Ah ne, die wird automatisch. Quit? Yes. So, welche Türen habe ich geöffnet? Einmal da und einmal da oben. Gut. Dann gehe ich erstmal speichern.
Und dann durchsuchen wir im nächsten Part die Räume, die ich geöffnet habe. Da lang. Hä? Ups, ich bin im falschen Raum gelandet. Ich bin ein Held. Was haben wir da? Noch eine Disc. Drei Stück? Nein, die nehmen wir erstmal nicht mit. Sicherheitsprotokoll, Heliport nur für Führungskräfte, diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Korridor zum Heliport-Zugang ist nur in Begleitung des Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug, in Notfällen wird der Aufzug angehalten. Raum für visuelle Daten, nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung, sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum. Für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arwin. Gefängnis, die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis, mindestens ein Chefforscher, Forscher, Alter, ich, schlimm, A. Smith, S. Rose, A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Wesker? Wesker? Okay. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Personen vorbehalten, die das Schloss mit einem Passcode deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen des der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoffe zur Stromerzeugung. Der ist eine Verbindung der primäre Brennstoff zur Strom. Irgendwie passt mir der Satz nicht, aber vielleicht bin ich auch nur zu beschränkt gerade. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals, Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Entwicklung des Tyrant nach Verabreichung des T-Virus nicht weiterlesbar. Okay. Was haben wir hier? Eine Leinwand für Filmprojektoren. Ansehen? Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Oh! Cerberus! M39 Cerberus. FI03 Neptun. M121 Hunter. T002 Tyrant. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. Oh, das muss ich mir bestimmt aufschreiben. Oder? 834-1706-23? Das könnte wichtig sein. Habe ich mir das jetzt ernsthaft ge... Okay. Das muss die Zahl sein. Also, wenn ich mir das jetzt wirklich gemerkt habe, so. Holy shit. Vor allen Dingen sind es alles verschiedene Zahlen gewesen. Na gut, jetzt aber speichern. Ja, speichern. Da. Speichern beendet. Dann mehr übertragen. Bla bla. Gut. Jetzt habe ich den einen Raum schon mehr oder weniger durchsucht und dann geht's beim nächsten Mal in den anderen Raum und bis dahin, ich bin MK Indiana Jones.